mal gucken, was wir jetzt auf die ganz Schnelle abarbeiten können, damit wir hier weiterkommen. Ja, zunächst mal, es gibt zwei Begriffe auf dieser Liste, zu denen ich überhaupt nichts sagen kann. Also ich hatte eben schon gesagt, räumliche Nichtlokalität. Was ist das? Oh! Die Verschränkung von Quanten, die im kosmischen, die im Urknall verstanden sind. Hm. Tja. Puh. Art, was sage ich da? Soll ich da irgendwas sagen? Weißt du auch nicht, ne? Ja, also kann ich nichts zu sagen. Das Einzige, was übrig geblieben ist von den anfänglichen Quantenfluktuationen, sind die Hintergrundfluktuationen, sind die Fluktuationen in der kosmischen Hintergrundstrahlung. Ob die allerdings was voneinander wissen, das weiß ich nicht. Wenn wir beim Thema Einstein sind, muss man natürlich, wenn man über Quantenmechanik spricht, muss man natürlich sagen, Einstein selber hat von der Quantenmechanik, obwohl er ja seinen Nobelpreis für einen quantenmechanischen Prozess bekommen hat, nicht viel gehalten. Er meinte immer, das sei noch nicht das Ende vom Lied, da müsse noch mehr dahinter stecken. Also zur räumlichen Nichtlokalität kann ich nichts sagen, zumal ich auch über den Urknall relativ wenig sagen kann. Also genau genommen nichts. Ja. Also ich könnte mich jetzt rausreden. Ne, ich bin ja Professor an der Deutschen Universität, das ist ja ein guter Rausreder. Ich könnte mich jetzt rausreden mit der, ja, die räumliche Nichtlokalität. Gut, dass Sie das ansprechen, wunderbar. Ein Thema, das mir eigentlich schon lange am Herzen liegt. Ja. Ein Thema gerade auch in dieser Zeit, jetzt hier und heute. Ich trinke erst mal, Moment, fängt schon noch was ein. Nehmen wir doch mal meinen hochverehrten Kollegen Einstein und Heisenberg. Das ist eine wunderbare Mischung, Einstein und Heisenberg. Und fummeln die zusammen, was kriegen wir raus? Planck. Das meine ich jetzt völlig ernst. Was nämlich dabei rauskommt, ist, dass man deswegen nichts über diese anfänglichen Fluktuationen sagen kann, weil auf der einen Seite, was wissen wir aus der Relativitätstheorie, was ist die Grenze der Erkenntnis? Der Schwarzschildradius. Wenn etwas unterhalb des Schwarzschildradius zusammenschrumpft, dann kriege ich nichts mehr raus. Da kann da innen drin sonst was passieren, ich kriege nichts mit davon, gar nichts. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, Heisenberg mit seiner Unbestimmtheitsrelation sagt uns, wenn wir der Materie zu nahe kommen, wenn wir zu genau messen, dann ändert sie schlagartig sozusagen, wenn wir es sehr genau wissen wollen, ändert sie schlagartig, die Geschwindigkeit bewegt sich hin und her. Wir können den Ort festnageln, dann haben wir die Geschwindigkeit nicht genau und umgekehrt. Wir können die Geschwindigkeit genau festnageln, dann wissen wir nicht, wo das Teilchen ist. Tja, und was nun? Das bedeutet, wir haben auch hier eine Informationsgrenze. Wir können nämlich keinem Teilchen beliebig genau oder beliebig nahe kommen, ohne dass es wahnsinnig beschleunigt wird. Also hier ist also eine Informationsgrenze. Wenn man diese beiden Längenskalen, also Schwarzschildradius und die Längenskala aus der Heisenbergschen Unbestimmtheitsrelation miteinander verknüpft, kriegt man die sogenannte Planck'sche Länge heraus. Das sind 10 hoch minus 33 Zentimeter. Also wer Alpha Centauri gesehen hat, der weiß, wovon ich rede, die sogenannte Planck-Welt. Da haben wir das immer ausführlich bearbeitet. Und diese kleinste Länge ist der kleinste kausale Zusammenhang, den das Universum überhaupt herstellen kann. Kleiner geht nicht mehr. Also das ist die Sache mit Kausalität, Sache mit Ursache und Wirkung. Ne? Also kleiner als 10 hoch minus 33 Zentimeter ist ein Universum kausal nicht beschreibbar. Wenn es kleiner wird, dann kann die Wirkung vor der Ursache da sein. Also die Faust, der Schmerz vor der Faust. Ne? Also räumliche Nichtlokalität würde dann bedeuten, dass wir eigentlich erst davon sprechen können, von einem Universum, das schon ein gewisses Alter hat, nämlich die Plancklänge dividiert durch die Lichtgeschwindigkeit. Wie viel? Was höre ich? Er schafft nicht einschlafen, wenn ich hier nicht erzähle. So. Das ist falsch. Die Zahl muss kleiner sein als 1. Ja? Pausendienst nachher. Nicht? 10 hoch minus 43 Sekunden. Das heißt, wir können über den wirklichen Anfang des Universums, wann beginnt denn für uns normalerweise ein Vorgang? Bei t gleich 0. Ja? Die Uhr steht auf 0, klack, der rennt los. Dann. Das können wir nicht. Wir können über den Urknall nichts, aber auch gar nichts erzählen. Gar nichts. Wir wissen es nicht. Wir wissen weder etwas über das Universum zur Zeit t gleich 0, noch über seine Ausdehnung zur Zeit t gleich 0. Das kann irgendwas gewesen sein. Das heißt, die Frage der räumlichen Nichtlokalität ist zumindest für den unmittelbaren Beginn nicht beantwortbar. Danach schwankt es möglicherweise und dann geht es los. Das war doch jetzt schön drumherum geredet. Ne? Aber was es ist, wissen wir immer noch nicht. Ja, was wollte ich noch sagen? Quantenloop-Gravitation geht ja in die gleiche Richtung. Das habe ich jetzt gleich mit erschlagen. Also es tut mir leid, da kann ich nichts zu sagen. Schade eigentlich. Ne? Machen wir ein Fragezeichen dahinter. Können wir hinterher noch drüber reden. Quantenloop-Gravitation, was ist das? Bitte?
Okay, gut. Dann weiß ich Bescheid. Also Quantenloop-Gravitation will offenbar erklären, wieso die Welt so ist, wie sie ist. Wird also in den Bereich der Weltformel mit hineinpassen, ne?